Ich habe jetzt eine Kölner Kollegin aus der FDP bei uns, und zwar Maria Westphal. Sie sind ja auch im Kreisvorstand und auch im Schulausschuss. Und deswegen sprechen wir heute einfach mal so über das Thema Bildungspolitik in Köln. Wie ist denn da im Moment die aktuelle Lage? Ziemlich schlecht. Wir haben in Köln ja schon jetzt seit längerer Zeit eine rot-grüne Regierung, und da sieht es einfach wirklich an den Schulen ganz schlecht aus. Wir haben vor allem eine konsequente Aushöhlung der Gymnasien, was wirklich ein Problem darstellt, denn letztendlich haben wir jetzt gerade die Anmeldezahlen erhalten für das kommende Schuljahr, und an den Plätzen am Gymnasium hapert es. Sie sind ja selbst auch Lehrerin. Wie ist das Thema so mit der Digitalisierung? Also ich komme aus dem Kreisverband Düsseldorf, und da haben wir einfach da auch ein Riesenthema. Wie ist es denn in Köln mit der Digitalisierung? Also ich bin erstmal froh, dass die FDP sich dem Thema so sehr angenommen hat. Ich glaube, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Digitalisierung das Allheilmittel ist, das jetzt dazu führt, dass der Unterricht von einem schlechten Lehrer jetzt auf einmal gut wird. Nichtsdestotrotz haben wir da, glaube ich, extrem Nachholbedarf. Wenn man sich in Europa umschaut, sieht man, dass wir in Deutschland da bis zu 10 Jahre hinterherhinken. Und das kann es ja einfach nicht sein. Ich habe auf dem letzten Landeshauptausschuss eine kurze Rede gehalten und habe geschildert, dass ich manchmal verzweifle, weil in meinem Unterricht 3-4 Mal die Tür aufgeht und irgendwelche verzweifelten Schüler vor mir stehen, auf der Suche nach einem Oberlichtprojektor. Und da bin ich manchmal wirklich verzweifelt und denke, also das kann letztendlich nicht der Anspruch sein, den wir in Deutschland haben. Und so sieht es eben auch in Köln aus. Letztendlich habe ich jetzt an meiner Schule Glück. Wir machen gerade an einem Pilotprojekt mit. Was ist das für ein Pilotprojekt? Ja, wir haben iPads, iPad-Klassen, und ich unterrichte auch in der iPad-Klasse bzw. in der iPad-Stufe und muss sagen, dass mir das extrem viel Spaß macht. Wir haben jetzt dadurch auch eine bessere digitale Ausstattung bekommen. Der Beamer, was natürlich das Ganze extrem erleichtert. Also der Unterrichtsalltag sieht einfach ganz anders aus, wenn man die entsprechende Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommt. Und das ist ja Gott sei Dank auch ein Anspruch, den die FDP hat, nämlich dass man eben die Schulen viel besser ausstattet. Da müssen wir natürlich darüber reden, wie eben die Kommunen landgefördert werden und wie letztendlich auch das Ganze mit dem Kooperationsverbot auf lange Sicht aussieht. Denn die Kommunen alleine können das Ganze nicht stemmen. In Köln alleine, will ich mal kurz dazu sagen, haben wir gerade eine Anfrage beantwortet bekommen von den Piraten. Wir haben einen Investitionsbedarf an den Kölner Schulen, was die Gebäude in Höhe von 1 Milliarde Euro. Wahnsinn. Also das kann Köln alleine nicht leisten, und ich denke, da muss einfach an Finanzierungsmodellen nochmal gearbeitet werden. Da ist Handlungsbedarf. Stichwort marode Schulgebäude. Wie schaut da diese aktuelle Situation in Köln aus? Ich kann natürlich von meiner eigenen Schule sagen, dass wir da Beispiele für nennen können. Also es fängt bei den Toiletten an, geht über Deckenplatten, die zum Beispiel 1,5 Jahre nicht montiert werden und Ähnliches. Und aus anderen Kölner Schulen hört man viel Schlimmeres. Da werden Schulhöfe mit Kot und Urin überschwemmt. Und es ist wirklich so, wie Christian Lindner es heute in seiner Rede gesagt hat, wir müssen als politische Kraft dafür sorgen, dass der Respekt für die Schülerinnen und Schüler zurückkehrt und dass man dafür sorgt, dass die in einem adäquaten Umfeld unterrichtet werden, gerade in Zeiten von Ganztagsschulen. Meine Damen und Herren, Sie sind ja auf dem Landesparteitag der Freien Demokraten. Das war Maria Westphal aus dem Kreisverband Köln mit aktuellen Themen, jetzt Bildungspolitik und auch Lösungsvorschlägen. Und ich würde sagen, bleiben Sie doch einfach bei uns. Wir schalten direkt nochmal live auf die Hauptbühne.